Aufnahme starten. Okay, Moment. Machen wir die Musik da weg. So, gut. Gut. Also, Abstimmung. Welches Pokémon Spiel als nächstes? Ihr dürft entscheiden. Da, Moment. Bisschen laut. So. Da Pokémon Gelb heute wahrscheinlich fertig gespielt wird, dürft ihr entscheiden. Entweder Pokémon Kristall oder Pokémon Uranium, also dieses Fan-Pokémon-Spiel, das runtergenommen wurde. Entweder das oder das. Jo. Zack, Abstimmung läuft. Ihr dürft entscheiden, was ihr, welches Pokémon-Spiel ihr als nächstes sehen möchtet. Random musste sofort etwas einwerfen. Und zwar. Hoff nichts Schlimmes. Leber. Eck, okay. Steel zeichnet einen großen Kämpfer aus. Was hat denn deren Rekord? Da muss ich mal gucken. Also eventuell. Wegkriegen soll. Eher weniger. Ah. Ratekönig. Ich weiß nicht, ich kann mal gucken, ob es bei mir vielleicht stabil läuft, weil ich habe das Spiel bisher noch gar nicht gespielt bei mir. Ich habe es installiert, aber ich habe es noch nicht gespielt. Eventuell kann ich dann einfach mal gucken, wie es bei mir ist. So, Giovanni. Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut, dieses Mal kenne ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer, fordere Revanche. Nicht alles ausprobiert. Es war ein Patch dagegen gibt, die sei dafür aber da. Okay. Dann muss ich mich mal informieren. Beziehungsweise ich schaue halt einfach mal, wie es bei mir ist. Und ja. Ist der Prozessor gut? Keine Ahnung. Kann ich leider nicht sagen. Mit AMD-Prozessoren kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich kenne mich hauptsächlich nur mit Intel-Sachen aus. Und deiner ist ein AMD-Prozessor. Keine Ahnung. Megablock. Bei mir klappt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Nidoqueen. Okay.
Also Psycho. Nidoking, nochmal Psychokinese. Rizeros. Surfer. Bam. Vater Buffer, du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden zum Zeichen meiner Anerkennung. Okay. Zwei Stimmen Uranium. Okay. Dann werde ich bis nächste Woche mal ausprobieren, ob es bei mir klappt. Wenn ja, dann spielen wir Uranium. Wenn nicht, dann machen wir halt erst mit Kristall oder so. 3,5 GHz, 6 Core. Scheint ganz gut zu sein. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Stellst den Beweis seines Könnens als Pokémon-Trainer dar. Außerdem gewährt er dir Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in dein Pokémon-Liga-Abenteuer. TM. Geofissur. Kann damit ein Pokémon mit nur einem Treffer besiegen. Vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arenaleiter war. Du bist immer noch Arenaleiter. Gut. Dann auf zur Pokémon Liga. Vorher erstmal. Gut. So, MVP kommt erstmal ganz vorne hin. Unsere gute Mother. Holen wir uns noch Dingens von dem. Ob Hypnose, irgendwas zum Schlafen war es, glaube ich. Gern, ich bin wohl eingenickt. Ich habe geträumt, dass Traumato meine Träume fressen wollte. Was ist das? Wo kommt denn die TM her? Das ist mir unheimlich. Hier, du kannst sie haben. Traumfresser wahrscheinlich dann. Traumfresser. Danke. Moment, hier oben war nichts weiter. So, hier müssen wir auch nochmal gegen unseren guten Rivalen kämpfen. War, glaube ich. Ja. John Cena. John Cena. Was? Livestream? Was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon Liga, oder? Du besitzt auch alle Orden. Das ist cool. Livestream, ich werde mich für die Pokémon Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also los geht's. Nix da. 6 Pokémon hat. Ein Sandame. Keine Ahnung, was er hat. Ein Volltreffer und sehr effektiv. Sehr gut. EP-Teiler. Ein Owei. Gut, dann ist Agumon an der Reihe. Am Wurf. Ein Austoss, da darf Rizeros ran. Nein, das war dumm. Ich wollte eigentlich... Oh, fuck off. Danke. Greift weiter an. Donnerblitz. Oh, jetzt passt. Magneton. Ich hab gedacht, das Ding könnte Erdbeben. Dreck. Dann. Das war sehr knapp. Ja, das ist richtig.
Mit wem? Kadabra. Erdbeben. Im Zweifelsfall einfach Erdbeben. So, Flamara, du darfst wieder Leonardo ran. Surfer. Weg. Ich war zu unvorsichtig. Alles klar. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Livestream, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Bis dann. So, das hier fand ich immer super cool, dass man durch die ganzen Werte durchgehen muss, die dann sagen, ja, du hast den Orden, du darfst weiter. Sau cool. Jo, Quellorden habe ich. Donnerorden, den habe ich natürlich. Farborden, den habe ich auch. Dankeschön. Seelenorden, den habe ich ebenfalls. Alles klar. Sehen gut, Dame. Zum Orden, den habe ich auch. So, hier gibt's Dittos, glaube ich. Und den Vulkanorden auch. So, schauen wir mal. Ein Pokémon. Und es ist ein Nidorina, fuck off. Nidorina habe ich schon. Nehme die Regel, dass ich dann. Fuck. Mankey habe ich noch nicht. Okay. Perfekt. Item. Superball. Los. Mankey wurde gefangen. Sehr schön. So. Jo, Mankey kriegt einen Spitznamen. Da Mankey in der ersten Generation das Pokémon ist, das am meisten einem Affen ähnelt. Heißt du Harambo? Harambo wäre langweilig. Harambo ist besser. Rambo. Gut. Weiter geht's. Heißt eigentlich Harambe, ja. Aber Rambo ist besser. Erdorden, den habe ich auch. Tada. Ich darf passieren. Siegesstraße, Pokémon Liga. Nice. Habe ich Schutz dabei? Ich habe ganz viele TMs dabei. Aber keinen Schutz. Ach, fuck. Ah, das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ah.
nochmal zurückgehen, außerdem neues Buch. Weiß nicht, nochmal zurückgehen. Da müsst ihr ja nochmal durch den ganzen Kack gehen. Obwohl. Ja, wir holen uns ein Pokémon hier. Und dann gehen wir nochmal. Holen uns auf uns ein bisschen Schutz. Ein Zubat. Habe ich einen Zubat? Ja, Batman habe ich. Zubat müsste, glaube ich, Batman sein. Kleinstein habe ich auch schon. Ups. Kleinstein. Gibt's hier nur Zubats und Kleinsteins in der Etage? Ah, ein Onix habe ich noch nicht. Sehr cool. So, Onix. Okay. Daneben. Nee. Bisschen zu schwach. Nein, nicht so. Fuck. Ja, das war meine Schuld. Das ist, ja. Im Endeffekt egal. Im Endeffekt egal. Tasche voll, das ist allerdings richtig, ja. Bergkampf, Agumon-Konflikt. Hier ein Markt. Und die in Safronia gar keinen Markt. Doch, da. Ah, ich will Sachen verkaufen. Ich hab so viel Geld. TM, weg damit. So, Beleber brauche ich nicht. Benutzt man hier nicht. Okay. Kauf. Topschutz, kein Superschutz. Nee. Dann halt Topschutz. Sich reichen, oder? Hoffe mal, dass 20 reichen. Ich hoffe mal, dass ich sowieso keine neuen Pokémon brauche. Meine jetzigen sollten im besten Fall nicht sterben. Wäre ein bisschen sehr doof. Wenn jetzt dann Siegesstraße oder Top 4 Pokémon noch sterben würden. Nidoran, weiblich, Level 2. Oh, süß. Level 2 Pokémon, Alter. So. Surfer. Haben uns gar keine legendären außer Mew geholt, ne? Das ist auch nicht schlimm. Wenn wir heute noch Zeit haben nach den Top 4, können wir noch ein bisschen, können wir vielleicht auf Mewtwo-Jagd gehen oder so. Mal schauen. Topschutz, gut. Wer kann Stärke? Agumon. Blau konnte man Lavados in der Siegestraße. Echt? Echt? Siegestraße?
Pikachu! Pikachu stand mir im Weg. Aber oh, das ist die Straße. Okay, ich kenne die alten Editionen gar nicht mehr so gut. Ich wusste nur, dass Zapdos in diesem Kraftwerk ist und ich glaube Arktos bei den Seeschauminseln und halt Mewtwo in dem einen anderen in der Höhle neben Azuria City. Naja. Ah, Trainer. Kein Bock auf Trainer. Naja, vielleicht kriegt man Lavados, wenn wir es finden. So, jetzt muss ich mich entscheiden, oben oder links. Sonnenbonbon. Ja. Wo war Zapdos? Zapdos war in diesem Kraftwerk neben rechts, wenn du bei Azuria City rechts gehst. Dann kannst du das Surfen einsetzen. Dann surfst du ein bisschen nach unten und da hast du dann dieses Kraftwerk, wo du auch Magnetilo, Voltoball und so weiter findest. Oh, ein Bisaknusp, nice. Ein Schillock. Ein Glutexo. Der ist ein cooler. Und noch ein Glurak. Sack, ey. Warum geht es daneben? Warum geht Erdbeben daneben? Erdbeben hat eine Genauigkeit von 100. Glaube ich. Kann ein Erdbeben daneben gehen? Oh, Hass, ich... Das war immer so ein Scheiß. Alten Generation. Dass du in dieses Pokémon-Menü reingehen musst. Feuerflug. Aber steht dann tatsächlich da, dass es nicht trifft? Gab es in der ersten Generation noch keine? Ah, da ist Lavados, cool. Gab es in der ersten Generation noch nicht, hat keine Wirkung oder sowas? Schutz wirkt nicht mehr, alles klar. CM05. Das ist. Kein Effekt. Mega Kick. Ah, oh, fuck off. Kick ist doof. Verheiler, sehr gut. Sehr schwer zu meistern. Pantimos, nice. Und es ist eine TM17. Überroller. Extra gegen den Trainer kämpfen. Nee, kein. So, ich glaube, den Stein musste man da oben über tun.
Glaube da hier rein? Ja. Pikachu. Bitte. TM-47. Nein, definitiv nicht. Schaltet dann da hier was frei? Schalter, ich glaube ja. Schutz wirkt nicht mehr. Ach, Mann. Gleich siehst du, wie gut du bist. Das ist schön. Offenser. Okay. Level 60. Ultrigaria. Und ein Satzenia. Natürlich. Sehr schön. Gut. So. Der wird nach unten geworfen. Okay, jetzt bin ich. Gehen wir mal da oben runter. Ah, da ist es sogar. Mega Block. Gut, ja, versuchen wir es mal. Was wäre denn am besten? Agumon, glaube ich, erstmal. Beziehungsweise Leonardo. Der hat ja Biss oder so. Versuchen wir es mal. Ein Versuch. Ansonsten. Ich bin nicht traurig, wenn ich es nicht fange. Lava! Ich bin nur angepisst, wenn Treffer das einfach nur schwächen würde und das dann ein Volltreffer wird und das dann besiegt. Dann bin ich angepisst. Weil es mir schon so oft passiert ist. Das ist okay. Akzeptabler Schaden. Einmal soll ich jetzt nochmal? Ich versuche jetzt schon mal Super. Habe ich Hyperbälle eigentlich? Ich habe gar keine Hyperbälle. Das ist. Ich habe das Pokémon verfehlt. Was? Okay. 2, 3. Lavados wurde gefangen. So, ihr dürft einen Namen für Lavados. Dürft einen Namen für Lavados aussuchen. 2 Meter, 60 Kilo. Wenn dieses legendäre Vogel-Pokémon mit den Flügeln schlägt, erstrahlt der Nachthimmel in gleißendem Rot. Phönix hatte ich mir auch gedacht. Gut. Sehr cool. Haben wir ein Lavados gefangen. Wunderbar. So, Mother. Dahin. Agumon setzt Stärke ein.
So, brauche ich den Stein? Da unten ist was. Moment, hier war ich doch schon. Wo ist denn der Schalter dafür? Da. Okay, gut. Einmal. Oh, ist das schön, wenn man vorspulen kann. Sind wir schon draußen? Diese Straße hatte ich länger in Erinnerung. Wahrscheinlich, weil ich nicht vorspulen konnte damals. Auf dem alten Gameboy und so. Das ist schön. Gott, einmal geheilt. Danke. Und ich hatte schon, das ist richtig, ja. Mein Pokémon brauche ich nicht. Nee. Meine Items. So, erstmal ablegen den ganzen Scheiß, den ich nicht brauche. Diablo, weg damit. TMs, weg damit. Weg damit. Topschutz brauche ich inzwischen auch nicht mehr. Weg damit. Drei Sonderbonbons habe ich, Alter. Item aufnehmen. So, ich möchte Elixier. Und Äther. Top-Genesung. Trank. Karte aus Versehen mitgenommen. Top Äther. X-Treffer. X-Tempo. Beleber brauche ich nicht. Ach, Meisterball haben wir noch, ne? Marktmensch kaufen. Genesung. Da ich keine Beleber brauche, kann ich mir ganz viel Genesung kaufen. Hyperheiler noch. Passt. Irgendwas zu verkaufen. Na. Okay. So. Sonderbonbon. Kriegt das Ding alles. Und ich bin übertrieben gelebt. Ist allerdings richtig. Aber auch nur, weil die gelbe Edition merkwürdig ist mit Sabrina. Und ja, bei Giovanni ist es eigentlich, kann ich es noch verstehen, aber bei Sabrina ist es, finde ich es komisch, dass die Level 50er Pokémon hat. So. So,
sortiert. Wasser, Eis, Dinge. Da darf Rizarus ran. Willkommen in der Pokémon-Liga. Ich bin Lorelei und gehöre zu den Top 4. Niemand kann sich mit mir messen, wenn es um Eis-Pokémon geht. Ach, die hat nur... egal. Kraft von Eis-Attacken ist unglaublich. Du wirst um Gnade winseln, wenn ich deine Pokémon eingefroren habe. Hahaha, bist du bereit? Ja. Ja. Lorelei möchte kämpfen. Ein Yugong. Ist das ein Eiswasser oder Eispsycho? Oder ist es ein Wasserpsycho und kann nur Eisattacken? Ich weiß es nicht. Oder? Sehr effektiv. Ah, man muss dazu sagen. Ging daneben ernst. Ja, okay, Erholung. So leid, Ice-Trip. Schläft. Geowurf. Tot. Fuck, EP-Teile. Von mir. Soll Mother machen. Oh, das hat gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Okay. Lamush. Komm, Rizarus, das schaffst du. Donner. Super Trank. Dass sie nicht mal Top-Trank oder Hypertrank überhaupt haben. Moment, gibt's einen Hypertrank? Das kann ich. Ah, oh, Pokémon. Rosana. War in der ersten Generation Feuer schon gut gegen Eis? Ja. Ah, Lapras, okay, der kann Zerus wieder. Nein! Das war nicht richtig. Hydropumpe. Fuck. Rizarus. Tut mir leid, aber du bist tot. Hydropumpe, Alter. Ein Scheiß Ernst. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, meinen scheiß Pikachu zu töten? Du bist besser als ich dachte, geh ruhig weiter. Das hier war nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die dich noch erwarten. Rizarus, tut mir leid. Aber ernsthaft, Hydropumpe. Prahlt sie damit? Wie toll ihre scheiß Eisattacken sind. Was macht's denn Hydropumpe? Dankeschön, Alte. So, Kampf, das sollte ein bisschen einfacher sein. Ich gehöre zu den Top 4. Mein Name ist Bruno. Durch ausgiebiges Training können Pokémon sehr stark werden. Ich habe meine Pokémon pausenlos trainiert. Livestream. Wir werden dich mit unserer Kraft bezwingen. Zum Angriff. Nächster. Onix. Ernsthaft. Volltreffer. Nocturne. Psychokinese. Kikli. Wollte ich nicht wechseln. Psychokinese. Ein Onix nochmal.
Server. Ach, oh mein. Wechseln zu dem Psycho. Zack. Ich bin erledigt, doch die nächste Herausforderung wartet bereits. Nächstes ist Eisner. Geist, meine ich, Geist. Geist. Gegen Geist habe ich nichts. Nichts Effektives. Ich bin Agathe aus dem Team der Top 4. Professor Eich lobt dich in höchsten Tönen, junger Mann. Er war einmal ein gut aussehender, stattlicher Mann. Doch das war vor Jahrzehnten. Heute kümmert er sich nur noch um seinen Pokédex. Aber Pokémon wollen ja kämpfen. Livestream, ich zeige dir, wie ein richtiger Trainer kämpft. Gengar. Golbert. Wizard. Wie ging daneben? Fuck. Verwirrt. Alter, das schaffst du. Und ich bin vergiftet. Alpolo, yes! Mein Lieblings-Pokémon. Cool. Schläft. Arbok. Ist Psycho gut. Ach, Gift. Das bisschen Gift. Noch ein Gengar. Surfer. Verwirrt. Nochmal. Nochmal. Schläft. Fuck off. Du bist ein ganz besonderes Kind. Dankeschön. Du hast gewonnen. Nun verstehe ich, was der Professor meinte. Ich stimme ihm voll und ganz zu. Setz deinen Weg fort, mein Junge. Mach ich gleich. Genesung. Hab ja genug. Schon mal Äther. Psychose. Gut. So. Ein einziges Pokémon bisher gestorben und das war natürlich das Pokémon, das ich als allererstes bekommen habe. Super Scheiße. Super Scheiße. Schick mal noch ein zweites Pokémon zum Sterben, damit Rizaros nicht so alleine ist. Ich habe bereits von dir gehört, Livestream. Ich bin Siegfried, Drachentrainer und Oberhaupt der Top 4. Wusstest du, dass Drachen mystische Pokémon sind? Sie sind schwer zu fangen und zu zähmen. Doch die Mühe lohnt sich. Sie sind beinahe unbesiegbar. Bist du bereit, bei dem Schicksal ins Auge zu blicken? Für dich endet der Ausflug in die Pokémon-Liga hier live stream. Wolltest dich einfach nicht in Raichu verwandeln. Dann wär's eventuell besser gewesen. Wärst du wahrscheinlich nicht gestorben. Aber. Naja. Dafür bist du jetzt legendär. Legendärer Rizaros. Das einzige Pokémon, das stirbt. Ist nicht sehr effektiv.
Warum ist es nicht sehr effektiv? Pflanze gegen Drache nicht effektiv? Weil gegen Wasser ist es effektiv. Ah, das enttäuscht. Muss ich aufladen. Psychokinese. Vertrag ernsthaft. Der hat Hypertrank, der Sack. Wasserflug. Ach so. Ja. Dragonier. Noch ein Dragonier. Aerodactyl. Wizard. Und ein Dragoran. Unfassbar, du bist wahrlich. Und mein. Es ist kaum zu glauben, meine Drachen sind an dir gescheitert, Livestream. Nun bist du der Champion der Pokémon-Liga. Eigentlich wärst du es, aber du musst noch eine Herausforderung bestehen. Ein weiterer Trainer erwartet dich. Es ist John Cena. Auch er hat die Top 4 besiegt. Er ist der amtierende Champion der Pokémon-Liga. John Cena ist Champion. Überrascht mich nicht. So, machen wir mal. So, ich versuche aber gleichzeitig noch was. Hypertrank, ja. Ich versuche gleichzeitig noch mal was. Nämlich das, dass ich eigentlich... Hätte ich Mother nicht... Dann wäre das eigentlich meine Taktik gewesen. Mal schauen. Und es ist nicht gegen Drache. Neuer Entwicklungsstein, ja. Ja, kommt. Eis. Ein Eisstein. Rosina, hallo. Auf diesen Moment warte ich schon lange, Livestream. Ich brauche einen starken Gegner, um mich in Form zu halten. Während ich meinen Pokédex aktualisierte, habe ich nur die stärksten Pokémon ausgewählt. Aber nicht nur das. Ich habe Teams aufgebaut, die alle Pokémon besiegen können. Und nun bin ich Champion der Pokémon-Liga. Livestream, weißt du, was das bedeutet? Ich werde es dir sagen. Ich bin der mächtigste Trainer der Welt! Ein Eis-Evoli gibt's noch nicht, oder? Aber ich vermute, für Evoli gibt's so oder so nicht mal eine neue Evolution, oder? Weil die haben ja diese komische, diesen besonderen Angriff für Evoli und für Pikachu mal gezeigt. Bei Evoli habe ich da auch bisher nur die sterb nicht. Top-Trank. Hör auf mit dem Kack-Erdbeben, Alter. Ich will meine schöne Taktik machen, Arsch. So, gut. Jetzt noch X-Tempo. Gut, dann habe ich es gleich. Evoli hat eine Eisentwicklung. Glaciola, ne? Aber an sich gibt's in Sonnenmond keine neue Evoli-Entwicklung. Ne?
Weil, wie gesagt, Evoli hat ja. Kann der bitte mit seinem scheiß Erdbeben aufhören? Irgendwann sind die AP auch leer. Volltreffer. Ich hab drauf gewartet, Arschloch. Von mir aus dann. Dann stirb. Stirb dran, Arschloch. Also. Ich wollte eigentlich machen, aber ich weiß nicht, ob ich schneller gewesen wäre als Sandama. Ansonsten hätte ich Hornbohrer 6-mal gemacht und es hätte immer getroffen wegen X-Treffer und fertig wär ohne Probleme gewesen. Aber ja, ich habe John Cena besiegt. Nein, das kann nicht sein. Kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all den Anstrengungen, Liga-Champion zu werden. Das ist nicht fair. Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt, du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Aber ich gönne dir das nicht. Livestream. So, Rita, du bist nicht mehr alleine. Kreis. Kreis bei dir. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Pikachu auf den Weg gemacht hast. Ja, was jetzt tot ist. Livestream, du bist schon viel erfahrener. John Cena, du hast mich sehr enttäuscht. Als ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Doch als ich ankam, warst du der Verlierer. John Cena, weißt du, warum du verloren hast? Du hast dein Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. Alter, der war vor mir der Champ. Mach den nicht so runter, ey. So wirst du niemals Sieger werden. Der war Champ. Livestream. Du hast begriffen, dass dein Sieg nicht alleine dein Verdienst war. Beziehung zu deinen Pokémon ist vorbildlich. Livestream, folge mir. Herzlichen Glückwunsch, Livestream. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Livestream, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Livestream, hör auf, jeden Satz mit meinem Namen zu beginnen. Du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Cry. Tot. Im Alter von 55 gestorben. Leonardo, yeah! Mother, yeah! Amelie. Lazarus im Alter von 51 gestorben. Agumon. Du hast bereits 50 verschiedene Pokémon gefangen. Hol dir bei meinem Gehilfen den EP-Teil ab.
Habe ich schon gemacht. Danke, Eich. Und außerdem, ich habe 51 gefangen. Ich habe einen Menki. Oder vielleicht sogar noch mehr, ich weiß gar nicht. Dann noch irgendwelche dazu kamen. Das war Pokémon Gelb. Nächste Woche fangen wir mit dann wahrscheinlich mit Pokémon Uranium an. Eventuell Kristall, falls Uranium nicht anständig funktionieren möchte. Mal schauen. Ich werde es einfach testen. Wir werden sehen. Da war ein Ditto. Das war ein Namen vergessen. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Ein einziger Typ hat den deutschen Text gemacht, ernsthaft? Nicht schlecht. Das war ein Parasek. Das war ein Gengar. Stärkt Pokémon. Ein Pummelo von oben. Ende. Yeah. Yeah. So, mal gucken, ob unsere Mutter irgendwas Neues zu sagen hat. Livestream, wenn du zu hart zu deinen Pokémon bist, werden sie nicht zu traurig. Du solltest eine kurze Pause einlegen. Okay. Nein! Pikachu lebt wieder. Zombie. Zombie. Gut, dann... zu ihr. Holen wir uns noch Mewtwo. Einfach, weil wir es können. Einfach, weil wir es können. Ja, jetzt ist sowieso egal. Brauche ich nicht ablegen oder so. War alles mit dem Pummeluft von oben eigentlich... Ist es eigentlich... gab es das tatsächlich? Oder ist es einfach nur... War alles nur so ein Photoshop, den irgendwer mal gemacht hat. Aber wenn es es tatsächlich mal gab, dann nicht schlecht, Kollege. Gab es tatsächlich. Cool. So. Schutz? Habe ich keinen Schutz? Ich habe doch Schutz eingesetzt. Glaube ich. Ja, ich hatte 16, jetzt hatte ich nur noch 15. Ich glaube ja. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich hab mehr als genug dabei. Überall.
Noch ein Sonderbonbon. Schön. Schutz wirkt nicht mehr. Ach, übrigens, wer es noch nicht weiß, Film Theory hat eine neue Film Theory zu. Weil's Level 65 ist. Mew. Neue Film Theory zu, wie heißt's? Salad Fingers. Fuck off. Ditto brauche ich nicht. Salad Fingers. Sehr interessant, ich bin. Fuck off, Ditto. Bin sehr gespannt, weil es wird dann zwei Teile. Und ja. Kommt man gar nicht drauf, dass so viel Story in dem Zeug drin stecken könnte. Ja, noch ein Tod. Ja, das. Jetzt ist sowieso inoffiziell. Jetzt ist After Party. Das, was hier passiert, ist nicht Canon. Blöd gesagt. So, da steht's rum. So, Mewtwo. Mewtwo! Mewtwo. Ein wildes Mewtwo. Yay. Zack. Durchfall, Mann. Den kenne ich auch. Aber Salad Fingers ist halt. Salad Fingers ist halt. Merkwürdig. Verstörend. Verstörend im gruseligen Sinne. Durchfall, Mann ist verstörend im. Im merkwürdigen WTF-Sinne. DNS von Mewtwo ist fast mit der von Mew identisch, doch der Charakter unterscheidet sich erheblich. So, ihr dürft euren letzten Spitznamen für Pokémon Gelb vergeben. Wie soll Mewtwo heißen? Einfach so aus Spaß. Father oder Son. Passt Son am besten, ne? Weil Mewtwo ist ja aus der DNA von Mew. Son. Gut. Ja, sind wir fertig. Sind wir fertig mit Pokémon Gelb. 59 Pokémon. Yeah. 129 Pokémon gesehen. Ahnung, warum ich abspeichere. Wo ist nie entwickelt oder eingesetzt? Das ist allerdings richtig.
Wäre Rizeros früher gestorben, hätten wir dich zu einem Blitzer gemacht. Vielleicht. Und trainiert. Aber Rizeros ist leider... überhaupt leider gestorben. Und dann leider auch noch zu spät. Gut, gut.